In dieser Landtagssitzung wird auch über einen Antrag der Regierungskoalitionen diskutiert, der sich für einen starken und ausgewogenen EU-Haushalt ausspricht. So begrüßenswert es ist, dass sich auch der Schleswig-Holsteinische Landtag mit diesen Fragen der Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen 2014 bis 2020 befasst, so sind doch die Anmerkungen dieses Entschließungsantrages eigentlich nicht mehr auf der Höhe der Zeit der Verhandlungen. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich als Berichterstatter zum mehrjährigen Finanzrahmen mit den Kollegen des Verhandlungsteams uns immer für einen ausgewogenen und starken EU-Haushalt ausgesprochen haben, verbunden allerdings auch mit der klaren Ansage, wenn aufgrund der generellen Politik der Haushaltskonsolidierung Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, eine angemessene Ausstattung bereitzustellen, dann müssen wir auch darüber reden, was aktuell vom Tisch genommen werden muss, wo es politische Beschlüsse gibt, die derzeit finanziell nicht zu realisieren sind. Dazu gehört auch, und ich sage das bewusst als Haushälter, dass in der Zeit der Haushaltskonsolidierung und bei der Frage, was ist wichtig für Wachstum und Beschäftigung, es nicht immer nur um Konjunkturprogramme gehen kann, weil da haben wir auch bestimmte, auch negative Erfahrungen gemacht, sondern es geht vor allen Dingen um bessere Gesetzgebung, Impulse, nachhaltige Impulse für Wachstum und Beschäftigung zu geben und auch Sorge dafür zu tragen, dass durch den Gesetzgeber nicht zusätzliche Kosten auf örtliche und regionale Verwaltungen zukommen oder dass beispielsweise Unternehmen zusätzliche finanzielle Lasten zu ertragen haben, wie es beispielsweise auch durch das Tariftreuegesetz und den zusätzlichen Bedingungen, die das Land in Zukunft stellt, für Beteiligte an Ausschreibungen. Das ist auch ein Punkt, der geklärt werden muss. Wenn wir aktuell verhandeln, dann gehört auch dazu, dass die aktuelle Situation sich so darstellt, dass nach den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates wir natürlich den Finger versuchen, in die Wunde zu legen, dass wir versuchen, durch mehr Haushaltsflexibilität, durch eine Revisionsklausel für das nachfolgende Parlament und auch eine angemessene Entwicklung hin zu Eigenmitteln, die diesen Namen verdienen. Dies wollen wir erreichen. Und wenn die Koalitionsparteien sagen, wir wollen bei den Connecting Europe-Fazilitäten vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Kürzungen für den Bereich der Energienetze zurückgenommen werden, dann ist es eine relativ einseitige Sicht der Dinge. Denn es geht auch generell um die Verkehrsnetze, es geht um Breitbandversorgung. Und Schleswig-Holstein ist in den Ursprungsvorschlägen der Kommission gerade in der Verkehrsanbindung, angefangen vom Nord-Ostsee-Kanal, 6 Häfen sind drin, A20, Weiterbau über die A7 hinaus, hinüber zur Elbe. All das kann mitfinanziert werden durch den europäischen Haushalt, denn dieser Haushaltstitel wird insgesamt von 8,5 auf 13,5 Milliarden aufgestockt. 10 bis 20% sind aus dem europäischen Haushalt mitfinanzierbar und bei grenzüberschreitenden Projekten sogar 40%. Ich vermisse auch in diesem Antrag neben der richtigen Ansprache zum Tourismus, wo wir schon längst im Geschäft sind und sicherstellen als Parlament, dass Tourismusaktivitäten auch weiter gefördert werden. Ich vermisse eine klare Ansprache zum Thema der privaten Kofinanzierung, damit dann Mittel aus dem europäischen Haushalt in der Strukturpolitik und in der ländlichen Entwicklung auch wirklich abgerufen werden können. Es findet sich kein Wort zur Meeresforschung, das heißt die Frage der Exzellenzforschung auch für schleswig-holsteinische Hochschulen und Betriebe von absoluter Bedeutung. Und es gehört zum Beispiel auch dazu, dass wenn über eine Leistungsreserve gesprochen wird, die 5% der Strukturfondsmittel und der ländlichen Mittel am Ende vorhalten soll, um besonders gute Länder und Regionen zu begünstigen. Ich glaube, das schafft zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Auch hier hätte man sagen müssen, wir wollen diese Performance-Reserve nicht, sondern wir wollen qualitativ hochwertige Projekte umsetzen. Und dann ist auch eine gewisse Kürzung in der ländlichen Entwicklung und in der Strukturpolitik verkraftbar. Konzentration auf gute Projekte, die nachhaltig einen Input liefern für Wachstum und Beschäftigung. Und wenn man in diesem Sinne um den europäischen Haushalt ringt, dann sind wir dabei, aber nicht mit dieser zugegebenermaßen Fleißarbeit, die aber nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist.